Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute aus Berlin, aus dem Grand Hyatt. Die Lufthansa hat heute das Launch-Event für die Allegris. Es ist auch die Marketing-Maschinerie angelaufen. Es gibt ein Video und es gibt viele Informationen zu der neuen Allegris. Wenn ihr sagt, Allegris, was ist das? Nein, das ist keine Hautcreme, wie ich immer so schön sage, sondern es ist die neue First Class, die neue Business Class, aber auch die neue Premium Economy, die ja schon fliegt, und dann auch die neue Economy Class. In allen Klassen wird ein neues Sitzkonzept eingeführt. Man hat von 30.000 Sitzen gesprochen, jetzt sind es wohl nur 27.000, aber immer noch eine interessante und imposante Zahl. Und mit der nächsten Auslieferung des A350 wird es wohl das erste Flugzeug geben, was von A bis Z Allegris hat, also First Class, Business Class, Premium Economy und Economy. Wenn wir uns die 777 angucken, die X, die braucht noch etwas, aber die wird sie auch haben. Die 787 Dreamliner, das ist so das nächste Flugzeug, was die Allegris hat, außer der First Class, weil der Rumpf zu schmal ist für die First Class, ist das Flugzeug nur mit einer Dreiklassenbestuhlung. Aber lasst uns doch einfach mal das Video anschauen, was die Lufthansa dazu gemacht hat. Das ist ein Werbeblock. Ich fange. Allegris. A place that fits everyone. A new flight experience that will change the way we travel forever. A reinvention of our four seating classes. Und ihr seht hier, und da pausiere ich mal einmal das Video. Ihr seht hier wirklich verschiedene Sitze am Anfang und da kann man mal kurz einmal zurückspulen. Das zeigt er. Das ist halt die Suite vorne, die First Class. Dann geht es weiter und da seht ihr auch, dass der erste Sitz eine Art Thron ist und dann natürlich auch ein Fenster. Und man hat da sehr, sehr viel Privatsphäre. Es gibt also 7 verschiedene Sitztypen alleine in der Business Class. 7. Ja. Also man hat ja früher ja immer versucht, dass jeder Sitz gleich ist, dass es da kein Problem gibt mit dem Nachbarn. Jetzt ist es aber so, dass man heute jetzt die ganzen Business Class mehr individuell machen möchte und so wie es in dem Video auch gesagt wurde. Es gibt Minibar, es gibt eine eigene Heizung, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und es gibt natürlich Wände, die sind brusthoch, also bei mir wahrscheinlich so knapp über Bauchnabel. Ich werde aber heute Bilder machen. Und dann ist es so, dass die erste Sitzreihe eine höhere Abtrennung hat als die anderen Reihen. Es gibt auch einen Sitz, der eine Länge von 2,20 Meter hat, den ich natürlich sehr toll finde mit meinen 2,01 Meter. Dann gibt es Sitze mit Babyschale, dann gibt es den Thron, den wir eben auch gesehen haben. Und wichtig ist, dass es auch 4K-Bildschirme gibt und jeder Sitz hat mindestens 2 Meter Länge. Also etwas, was ja einen Maßstab setzt. Und da muss man mal der Lufthansa sagen, da habt ihr was toll gemacht. Lasst uns mal das Video weiterspielen. Passes. Da war die Premium Economy. Die kennen wir ja schon. Warte, ich lasse das mal einmal kurz zu Premium. Ups, da ist es. Die kennen wir ja schon. Die fliegt ja zum Beispiel auch unter anderem bei der Swiss. Dann die Economy Class. Und hier sieht man wieder einen von diesen Sitzen aus der Business Class. Das ist truly low, whatever it means. Und bei diesem Sitz ist es wirklich so, dass man dort richtig Platz hat. Man hat eine Minibar. Ja, und ihr seht ja auch das große Bedienelement an der Seite. Also relativ. Und truly private ist halt die Suite. Das ist die First Class Suite, die auch bis an die Decke hochgehen soll. Also das heißt, dass es da ja, keine Möglichkeit gibt, reinzugucken und eine absolute Privatsphäre garantiert. So, take a seat. Well, take your seat. And take off to a new era of traveling. Ups, da haben wir es falsch gedrückt, aber das ist ja kein Problem. Und zwar, das war wahrscheinlich der Sitz. Es gibt einen Sitz, da kann man, oder eine Konfiguration von einem Sitz,
da soll es so sein, dass man aus Zweien eine komplette Liegelandschaft machen möchte und kann, dass wenn man zu zweit fliegt. Also finde ich unheimlich spannend, dass also diese Mittelkonsole irgendwie versenkt werden kann. Also ich bin da gespannt, was da passiert. That is truly yours. Because flying becomes personal like never before. With the all-new Lufthansa Allegris. Ja, die Lufthansa Allegris setzt also wirklich Maßstäbe. Und da muss man halt wirklich jetzt auch sagen, dass die Lufthansa jetzt nicht im Mittelfeld landet. Also wenn das alles umgesetzt wird, finde ich das sogar interessanter als die Q-Suite, weil man dort wirklich die Möglichkeit hat, wenn man alleine reist, wenn man zu zweit reist, wenn man mehr Platz haben möchte, also wirklich individuell alles in der Business Class für sich zu organisieren. 7 verschiedene Sitze, finde ich eine relativ geile Geschichte. Also ich muss sagen, ich bin davon positiv überrascht und ich kann es eigentlich gar nicht erwarten, wenn erst im Winter der Flieger kommt, die 350 mit dem neuen Produkt. Wir werden das Produkt vielleicht auch in der 787 sehen, wobei wir natürlich im Moment den Produktionsstopp haben von der 787, die da leider natürlich etwas problematisch ist und rein spielt. Ich selber bin natürlich erkältet, aber gut, was willst du machen? Deshalb gebe ich euch jetzt nochmal den Hinweis, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und vor allem ganz, ganz wichtig, kommentiert und Kanalmitgliedschaft. Ich werde heute Abend mal schauen, was ich dort senden machen kann. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie an diese Nummer. Da kann ich sie euch beantworten und kann euch auch vielleicht heute Abend in einem Livestream, müssen wir mal gucken, wie das funktioniert, durchaus machen. Und natürlich, ich brauche das gar nicht zu sagen, jeder Sitz hat einen eigenen Zugang zum Gang. Ist aber State of the Art, hätte man nicht sagen müssen, aber ihr wisst ja, wie es ist. Und Minibar finde ich auch relativ cool. Wobei es natürlich so ist, dass man natürlich vorne, das fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, was ich auch gesagt habe, vorne wahrscheinlich für die größeren Suiten, so wie es bei Mint, bei der Mint-Suite und so weiter ist, bei JetBlue, dass man dort durchaus dann mehr bezahlen muss, was ja auch dann legitim ist. Deshalb jetzt einfach die Quick and Dirty Sendung für euch, in der Hoffnung, dass meine Stimme nicht abraucht komplett. Ich habe eigentlich auch Hunger, ich bin heute Morgen seit 4 Uhr unterwegs. Aber nun gut, nicht leiden, nicht heulen. Ich freue mich auf euch und eure Kommentare. Also danke und bis dann, ne? Ciao.